Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Madeleine Schlemmer Paradies. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich meinen allerliebsten Mohnstollen mache und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video und wir fangen direkt an mit den Zutaten. Wir benötigen 500 Gramm Mehl, 125 ml Milch, 30 Gramm Hefewürfel frisch, einen Abrieb von einer Zitrone oder so einen halben Beutel, 2 Eier, eine Prise Salz, 75 Gramm Zucker und 125 ml Öl. Wir beginnen damit, dass wir unsere Milch lauwarm erwärmen. Diese geben wir dann zur Hefe dazu und rühren dies miteinander glatt. Und dass die Hefe etwas besser gehen kann, habe ich hier einen Teelöffel Zucker gleich mit dazu gegeben, weil die Hefe braucht ja auch mal ein bisschen Nahrung. Als nächstes nehme ich mir dann meine Mehlschüssel, gebe da die Prise Salz dazu und den restlichen Zucker, genauso wie den Zitronenabrieb. Wie gesagt, ich habe die Tüte da benutzt und davon die Hälfte. Und das Ganze vermische ich dann erstmal. Dann spanne ich das in meine Maschine ein, gebe den Knethaken dazu, mache mir eine kleine Kuhle und dort rein gebe ich dann die Hefe. Ebenso gebe ich dann die 2 Eier mit dazu und lasse die Maschine kurz anlaufen und lasse langsam das Öl dazulaufen. Wenn das ganze Öl drin ist, können wir dann einmal kurz, damit die ganzen Zutaten sich grob vermengen, schnell rühren lassen und dann lasse ich es mal ganz kurz etwas, ungefähr 5 Minuten so kneten. Dann löse ich den Teig und bearbeite ihn etwas auf der Arbeitsfläche, dann zu einem runden Ball. Der Hefeteig ist immer fertig, wenn der an der Schüssel nicht mehr klebt. Und jedenfalls danach habe ich es dann ein bisschen bemehlt, die Kugel, mit einem Küchentuch abgedeckt. Und dann habe ich das dann erstmal für eine halbe Stunde gehen lassen. Für die Mohnfüllung brauchen wir 250 Gramm Blaumohn, 125 Gramm Nüsse, die waren gemischt, Haselnuss und Mandel, 20 Gramm Butter, 2 Esslöffel Zimt, einen halben Beutelchen von den Zitronenabrieb, 2 Eier, Vanilleextrakt und 75 Gramm Zucker. Als erstes beginnen wir damit, dass wir den Blaumohn etwas mahlen. Sonst bleibt er so körnig und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass er in seinen Saft mit rauskommt. Und damit das leichter geht, habe ich dann den Zimt erstmal rein. Hatte das erstmal miteinander so ein bisschen vermengt. Und dann durften auch die Eier mit dazu wandern, die Butter und zum guter Schluss habe ich dann doch noch den Zucker gleich mit dazu gegeben. Und hat das Ganze noch etwas mahlen lassen, so hat es sich auch leichter zerkleinert, es war dann kein Thema. Zwischendurch habe ich dann noch etwas Vanilleextrakt mit reingegeben, das ist aber optional, das könnt ihr, müsst ihr nicht mehr dazu machen. Wer keinen Blaumohn verwenden möchte, sondern lieber die Fertigmasse, braucht eigentlich nur die Menge an Nüssen und ein Ei, das reicht völlig aus. Nur wenn ihr die Fertigbackmohnmischung benutzen wollt. Weil nicht jeder hat so ein Mahlgerät zu Hause. Deswegen habe ich mir natürlich auch eine zweite Option überlegt. Die zeige ich aber hier in dem Video nicht. Wollte es nur euch schon mal sagen. Nun am Schluss, wo es alles etwas angemahlen ist, gebe ich meine Nüsse mit dazu, hebe diese mit unter. Und weil ich es dann noch vergessen hatte zu zeigen, ich habe da noch so eine Kappe Rum mit dazu gemacht. Die ist auch optional, ja, wie ihr es mögt. Dann ist der Hefeteig etwas schon gegangen gewesen. Ich habe den mir nochmal etwas durchgeknetet und tue ihn jetzt ganz normal ausrollen, wie man Hefeteig so ausrollt. Und dann nehme ich mal meine Mohnmischung, da braucht ihr gar nichts beachten. Die gebt ihr einfach oben drauf, verteilt diese ganz grob. So, dass überall etwas liegt, nur am Rand würde ich etwas freilassen, ist dann leichter beim Rollen.
Ich tue immer gerne, weil ich es ordentlich mag, erst die Seiten einklappen, damit da nicht so viel rauskommt. Und roll dann meinen Stollen quasi immer auf. Das Ende, damit das immer schön bleibt, durch so ein bisschen runterschieben. So hat er einen schönen Stand. Und vorne und hinten durch das Ganze etwas nach unten drücken. Das kommt jetzt auf ein Backblech, was ich mir ausgelegt habe, ein Backpapier. Und da darf er nochmal für 15 Minuten ruhen. Nach den 15 Minuten kommt er in den Ofen bei 160 Grad Umluft, 35 Minuten. Nach dem Backen war er so goldbraun. Und dann tut ihr das heiße Blech kurz zur Seite. Ich habe mir so eine Auskühlmatte genommen, oder damit es halt nicht auf die Arbeitsfläche ist, habe da ein sauberes Geschirrtuch drauf genommen und pudere dort meinen Puderzucker drauf. So gebe ich den heißen Stollen direkt dort oben drauf, pudere den auch von oben komplett mit Puderzucker und schlage den dann komplett in diesem Handtuch ein. Und genau so lasse ich ihn auskühlen bis zum nächsten Tag. Warum ich direkt sage, eigentlich liegt daran, normalerweise lässt man einen Stollen doch mindestens 2 Wochen liegen, dann schmeckt er so richtig, aber ihr könnt ihn natürlich auch am nächsten Tag schon genießen. Ich fand ihn jetzt sehr lecker, der hatte schon etwas den typischen Stollengeschmack, aber am besten schmeckt er doch, steht auch in meinem Rezept, weil das Rezept ist von Oma, 2 Wochen liegen lassen. So, meine Lieben, unsere Mundstollen ist fertig. Ich empfehle euch, ihn mindestens 2 Tage noch liegen zu lassen. So schwer wie es fällt. Aber umso länger er liegt, umso besser wird er. Und am optimalsten ist er, wenn ihr den in eine Dose macht oder so und da noch einen Apfel mit reinlegt. Dann wird er nochmal richtig saftig. Er ist fast schon so etwas saftig, aber Stollen ist er doch nicht. Ja, er ist kein Kuchen, ne? Deswegen, das empfehle ich. Dann wird er richtig lecker. Und vor allem ganz wichtig, dass am Schluss das Auskühlen im Handtuch, im sauberen Handtuch und davor ist alles schön einpudern mit Puderzucker. Dann bekommt er die typische Optik. Ja, bei mir ist er schön rund gemacht. Ich mag es lieber, wenn alles schön ordentlich ist. Aber das ist, glaube ich, Liebsache. Genauso, was ich euch noch anmerken wollte, ist, ihr müsst nicht den Blaumohn nehmen, ihr könnt auch die Fertigmasse nehmen. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Ihr lasst mir einen Daumen da, nach oben natürlich, darüber freue ich mich immer. Vergesst nicht zu kommentieren, was euch gefallen hat oder was euch stört, dementsprechend, wie eure Meinung ist. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, das ist übrigens kostenlos und darüber freue ich mich immer sehr. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss!